Heute stelle ich meine aktuelle Hühnerschar vor und erzähle, was ich über die ganze Zeit der Hühnerhaltung, über die Gruppenzusammenstellung gelernt habe. Yay, 1000 Abonnenten. Ich freue mich riesig. Danke, dass ihr mir folgt und ja, das hat mich wirklich motiviert, wieder ein Video zu machen. Ich habe aktuell wirklich viel um die Ohren, aber die Zeit muss ich mir einfach jetzt mal nehmen. Als Thema habe ich mir die Frage von Tierexperte aufgegriffen. Der hat geschrieben, kannst du mal ein Video über all deine Hühner machen, die du zurzeit hast? Und ich finde, das passt zu einem 1000 Abonnenten-Special. Ja, dazu erzähle ich auch gleich, wie sich das bei mir mit den Hühnern entwickelt hat und wie ich mittlerweile Hühnergruppen zusammenstelle. Ja, fangen wir direkt hier an. Das im Vordergrund ist Sierra, das ist meine zutraulichste Henne. Das ist auch meine älteste Henne. Ich habe sie 2017 zusammen mit meinen I Am Germanis gekauft und damals war sie schon 2 Jahre alt. Und manchmal merkt man einfach, dass die Harmonie in der Gruppe nicht gut ist und bei den I Am Germani gab es einfach nur Stunk. Da gab es eine Henne mit einem Küken bzw. einem Junghuhn, das war schon ein paar Monate alt, und die hatte einen so ausgeprägten Beschützerinstinkt, dass sie Sierra nicht gemeinsam mit ihrem Junghuhn hat fressen lassen. Also habe ich Sierra und ihre Freundin Sira in meine andere Hühnergruppe mit den Creme Legba und den Altsteirern integriert. Generell, wenn ich Hühner vergesellschafte, dann schaue ich, dass sie wenigstens zu zweit sind. In einer neuen Gruppe müssen sie sich in die Hackordnung erst reinfinden und wenn die Henne dann zumindest eine Freundin dabei hat, ist sie nicht ganz so verloren. Mittlerweile vermeide ich es aber, erwachsene Tiere in neue Gruppen zu bringen. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, also wie Küken kaufen oder Bruteier kaufen und die ausbrüten lassen. Da braucht es zwar etwas mehr Geduld, aber dafür gibt es mehr Harmonie als Belohnung. Ja, mit Hühnern habe ich 2015 angefangen. Da habe ich über Bekannten, die in einer Bio-Eierfarm gearbeitet haben, eine hinkende Henne bekommen. Als die aufgepäppelt war, habe ich mir eine Handvoll Artgenossen dazu gekauft und bin dann völlig abgetaucht in die Vielfalt der Hühnerrassen. Also Ende 2015 hatte ich 5 Hühner, dann 16 waren es ja, noch eine Gruppe dazu. 2017 hatte ich 3 Gruppen mit 20 Hühnern und immer mal Küken. Und ja, das war dann schon ziemlich viel. 2018 hatte ich mit Nachwuchs teilweise 40 Hühner und 2019 habe ich dann auf nur eine Hühnergruppe reduziert und die anderen verkauft. In der ganzen Zeit hatte ich Blumenhühner, I Am Germani, deutsche Buschhühner, moderne englische Zwergkämpfer, Orpington, Altsteirer, Creme Legba, Marans, Konu und bestimmt noch andere Rassen, die ich jetzt vergessen habe. Auf die aktuelle Gruppe habe ich mich reduziert, weil ich aktuell ein Haus zu sanieren habe. Das ist ein tolles Projekt und aus dem Grund kann ich auch nicht so viele Videos aktuell machen. Es braucht halt echt viel Zeit und deshalb habe ich nur die Hühnergruppe, die am besten zusammen funktioniert, behalten. Ich vermisse meine anderen Hühner schon, insbesondere I Am Germani möchte ich wieder halten. Naja, alles mit der Zeit. Jetzt stelle ich noch die restlichen Hühner vor. Dafür habe ich mir jetzt natürlich die perfekte Zeit rausgesucht. Es ist Herbst und die Hälfte der Hühner sind an der Mauser. Sie sehen fürchterlich aus. Naja, was soll's. So ist das mit Hühnern. Die sind nicht immer picobello herausgeputzt. Auch wenn sie sich wirklich Mühe geben, wie man hier sehen kann. Da habe ich sie gerade am Abend erwischt bei ihrer abendlichen Chill- und Hygienestunde. Ja, fangen wir einfach hier links an. Mit dem Hahn. Das ist Alf der Zweite. Und Alf der Zweite kräht viel leiser und nicht ganz so schrill wie Alf der Erste und deswegen ist Alf der Zweite bei uns geblieben. Er ist von 2019 und ist von Annika großgezogen worden. Das ist eine von meinen Altsteirerhennen. Und er ist ein Mix, also eine Kreuzung aus einem Altsteirer Hahn und meiner Sulmtaler Mixhenne Sierra, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und er passt wirklich gut auf seine Hühnchen auf. Und vermittelt immer, wenn es irgendwo Stunk gibt. Dann rechts von ihm, die beiden, die da so in diesem hellen Grau, in diesem Blau sind, das sind Puschel und Wuschel, das sind Altsteirer Hennen. Und die wurden von Annika und Asra gemeinsam großgezogen. Meine Hennen haben sich das Brüten geteilt und das Klucken dann auch und die fanden das ganz fantastisch. Ja, und ich mag Hühner mit Federn auf dem Kopf. Das ist bei der Gruppe bestimmt schon aufgefallen, oder? Also Wuschelchen hier ist ein bisschen heller als Puschel und hat eine ausgeprägtere Haube.
Und außerdem gehörte auch noch Adele dazu. Moment. Die ist ein paar Hühner weiter. Die ist auch von 2018 und auch mit dem gleichen Wurf groß geworden. Die ist optisch recht nah beim Altsteirer, hat aber das Halsgefieder deutlich hellere Töne. Das kommt vom Cremlechper im Blut. Sie ist wohl aus einem Ei von Gudrun oder Sieglinde und mit Alf dem Ersten als Hahn. Und das hier unter den beiden ist Annika. Das ist eine von meinen beiden wildbraunen Altsteirerhennen. Asra versteckt sich im Augenblick da hinten unter dem Stuhl. Genau, die sind beide von 2017 und die habe ich in einem Brutapparat großgezogen. Also definitiv, auch wenn ein Küken niemals eine Glucke hatte, kann es definitiv trotzdem eine klasse Glucke sein. Und die Altsteirer sind beide häufig in Brutlaune. Und dieses Jahr habe ich Annika dreimal von Brüten enthüllen müssen. Ich habe dieses Jahr wirklich einfach keine Zeit für Küken und die Gruppe hat aktuell wirklich eine schöne Größe. Und ja, deswegen bleibt das erstmal so. Annika kann ich von Asra unterscheiden, weil Asra so einen Knick im Kamm hat. Und bei Annika ist er ganz gerade. Und beim geknickten Kamm denke ich mir immer, ah, das sieht aus wie ein Z, das muss Asra sein. Ja, mach mal mit den Marans weiter. Das sind Abraxa und Rabraxa. Die beiden habe ich als Küken gekauft, da waren sie vielleicht 2 Tage alt. Und ich habe sie dann mit ihren Geschwistern bei mir auf dem Balkon großgezogen. Dadurch sind sie auch ziemlich zahm. Oder es liegt daran, dass Marans zu den größeren und gemütlicheren Hühnern gehören. Ich weiß es nicht. Die Namen haben Freunde vorgeschlagen und ich finde, sie passen ziemlich gut. So mit ihren tiefschwarzen, schimmernden Federn und den rot-orangenen Sprenkeln im Halsgefieder. Und hinter Abraxa und Rabraxa sitzen zwei von meinen Cremlechper. Das ist die Sieglinde und die Gudrun. Die sind von 2017 und sind so wie Annika und Asra aus dem Brutapparat. Cremlechper sind super elegante Hennen und die sind auch schön neugierig. Ich mag die. Ja, bleibt mal gleich bei den Cremlechper. Gibt es auch noch die Henriette und die Gerlinde. Die sind aus letztem Jahr und die habe ich dann auch als Küken gekauft. Weil letztes Jahr, als die Brutsaison fast rum war, im September, hat Sieglinde so überzeugend gegluckt, dass ich dann einfach ja auch nicht die 3 Wochen haben wollte, wo sie irgendwie auf den Eiern sitzt und brütet, weil es schon echt spät war. Und habe dann eben Küken gekauft und die ja untergejubelt. Ja, und last but not least, mein aktuell einziges Hybridhuhn, das braune Legehuhn Helene. Die kam letztes Jahr auch mit einer Hühnerfreundin zu mir. Die hat es nicht überlebt, die Ausstallung und den ganzen Stress, der da drumherum passiert. Aber Helene hat sich sehr gut eingelebt in meine Gruppe hier. Ja, das sind meine Hühner. Es ist bestimmt aufgefallen. Ich habe zwar auch früher mal Küken mit dem Brutapparat ausgebrütet und auch mal selber großgezogen, aber in letzter Zeit habe ich es immer den Hühnern, also den Hennen selbst überlassen. Ich bin wirklich ein Fan der Naturbrut, weil die Küken da gut aufgehoben sind und alles Wichtige von den Hennen gezeigt bekommen. Und außerdem ist es nicht nötig, Strom und Energie für Heizlampen aufzuwenden, weil die Glucke ja das alles abdeckt. Und noch ein Vorteil ist, dass die Küken recht bald schon mit den anderen großen Hühnern konfrontiert sind. Die Gruppe gewöhnt sich dann ganz natürlich an die neuen. Ja, das war's mit meinen Hühnern für heute. Dieses Jahr steht noch ein Video zu den haltbaren Eiern aus. Ich habe Anfang August Eier eingelegt und nach 6 Monaten sollen diese dann immer noch essbar sein. Ich bin gespannt, wir finden es auf jeden Fall noch raus. Außerdem schaue ich mal, vielleicht mache ich noch ein Video über einen anderen Aspekt von meinem Abenteuerlandleben. Es ist schon wirklich spannend, wie bei einem alten Haus aus den 40er Jahren das Fundament ausgebessert wird und eine Bodenplatte nachträglich eingegossen wird. Vielleicht erzähle ich mal ein bisschen was davon. Fände das jemand interessant? Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat dir gefallen. Gib mir einen Daumen nach oben und wenn es einen Themenwunsch gibt, einfach einen Kommentar schreiben. Ich gucke mir das auf jeden Fall alles durch. Einen schönen Tag noch. Bleib gesund.